Moin Leute, herzlich willkommen zum Video. Wir gucken uns die Qualifikation 2012 vom JBB von MG an. Und ich bin sehr gespannt. Der letzte war Le Chris, davon war ich ja nicht so wirklich überzeugt, weil es soft war und so weiter. Aber wie gesagt, die Qualis damals waren halt alle Shit, weil man gar nicht so richtig, wie läuft das jetzt überhaupt ab? Was hat Joe Erwartung und so fort? Hat sich ja alles dann im Laufe der Jahre ergeben. Und ja, wir schauen mal. Wir sehen schon hier unten facebook.com/mgmoon. Ja, ich glaube, das Video, wenn ich mich recht erinnere, war auch nicht so. Wir schauen mal rein. Ja, hallo. Der Beat ist behindert, wie Julian auch. Was ein Anfang. Beat ist behindert, wie. Stimmt, damals musste ja jeder den gleichen Beat. Es gab ja nur einen einzigen. Der hängt einem irgendwann auch ein bisschen aus dem. Raus, muss ich sagen. Aber wir hören mal rein jetzt. Julian, du bist nicht so cool, wie du meinst. Dein Blick in den Spiegel und du weißt Bescheid. Das kommt dabei raus, deine Mom ist eine Sau und ich meine damit nicht, sie ist verschweint. Du wärst gerne ein Rapper und wünschst dir ein... Ist verschweint? Verschweint? Aus deiner Mom ist eine Sau und ich meine damit nicht, sie ist verschweint. Du wärst gerne ein Rapper und wünschst dir ein Mike. Und einen Tag später kommt Michael vorbei, der hat auch nur Ständer und sagt, du wärst Gangster. Er zeigt dir, was Rap anal. Diese heißt Fick auf... Da kommt Mike auch vorbei, der hat auch einen Ständer, er zeigt dir, was Rap-Analyse heißt. Ganz witzig. Er zeigt dir, was Rap-Analyse heißt. Fick auf dein Tourette-Syndrom, der möchte gern Mösener-Checker. Wird von seiner Ex bedroht, hat Angst vor der größeren Schwester. Das war geil geflowt. Der möchte gern Mösener-Checker. Wird von seiner Ex bedroht, hat Angst vor der größeren Schwester. Schon immer wollte Julian so wie sie nur sein, im Block wohnen. Doch für ihn hat's nie gereicht, der will laufen in den Hochhaus, auch mal groß raus. Julians Block. Ziel erreicht, und mit seinem Channel soll jeder erkennen, wie komplett behindert der Knabe ist. Denn wenn man schon so einen Namen besitzt, hat man automatisch ein Arschgesicht, das sich im Grunde nur selbst liebt. Wann ich scheiße auf deine Kritik, also ich veranstalte ein Turnier. Julian battelt jetzt jeden zurück. Ach nee, das kannst du nicht, hab ich vergessen, aber dumm labern, ja, das kannst du. War jetzt ein bisschen viel durcheinander und bla 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 bla. War so eigentlich ganz nice. Bisschen, teilweise ein bisschen. Video, ja. Ich glaube, zum Video braucht man nicht viel sagen. Ich glaube, das ist das schrottigste Quali-Video, was ich bis jetzt gesehen habe, auf jeden Fall. Auf deine Kritik, also ich veranstalte ein Turnier. Julian battelt jetzt jeden zurück. Ach nee, das kannst du nicht, hab ich vergessen, aber dumm labern, ja, das kannst du. Hör die Sorgen kleiner Jungs an und nenn deine Hände weiter Schlampe. Nach diesem Part wird man mir danken, denn deine Fresse ist vernichtet. Du kriegst jetzt nur noch was über die Lippen, wenn man dir Homo ins Gesicht wickst. Du bist bloß so ein Typ, den jetzt das Internet hype. Doch gehst du mal auf die Straße, man erkennt dich, kein Schwein, du bist ein Nerd. Du siehst Frauen nur als Bild im Web, du bist ein Nerd. Du hast kein Penis, du hast Internet. Du bist bloß ein Typ, den jetzt das Internet hype. Doch gehst du mal auf die Straße, man erkennt dich, kein Schwein, du bist ein Nerd. Wenn du für WLAN selbst dein Hintern streckst, bist du ein Nerd, dessen Fresse jetzt mit dem Bildschirm verwächst. Hook ist ganz cool. Na, klingt natürlich alles nicht so geil abgemischt, aber Hook hat mir ganz gefallen eigentlich. Selbst dein Hintern streckst, bist du ein Nerd, dessen Fresse jetzt mit dem Bildschirm verwächst. Ach, das war's schon mehr, ne? Ja, ist halt wie gesagt, ne, ganz cool, aber die Qualität damals und das Video ist halt echt ultra Schrott, ne? Das sieht aus, als hätte er damals mit dem Sony Ericsson mit 1 Megapixel oder so. Schauen wir uns die Analyse mal an, was Julian dazu zu sagen hat. Spannend. Ja, hallo. Der Beat ist behindert, wie Julian auch. Der Anfang ist so stumpf, ne? Der Beat ist behindert, wie Julian auch. Unser dritter Qualifikant ist MG und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Jungen für eine kleine Perle halte. Ich will euch nicht zu doll für die nächsten Runden beeinflussen und versuche möglichst objektiv zu bleiben. Aber der hat's mir schon so ein bisschen angetan, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich entscheide ja eh nur zur Hälfte. Ihr habt ihm bis jetzt 88 Punkte gegeben, was knapp hinter La Chris ist. Was gibt es denn zu dem Video zu sagen? Es ist leider der letzte Scheiß. So gern ich möchte, kann ich dafür keine guten Punkte verteilen. Die Bildqualität lutscht Penis, weil das wohl mit einem Toaster gedreht wurde, das gibt 2 Punkte und der Schnitt ist nicht vorhanden, gibt 1 Punkt. Ja, ist leider so, ja, da kann man wirklich keine Punkte für geben, weil das ist eigentlich, allein, dass er dafür überhaupt irgendeinen Punkt bekommt. Hart eigentlich.
Die Location ist lame, gibt 2 Punkte. Ich bin mal wieder nett und gebe ihm trotzdem 3 Punkte für den Gesamteindruck. Ich weiß, dass das total unfair gegenüber den anderen ist, aber der Typ überzeugt einfach mit seinem Rap. Und vielen war anscheinend nicht klar, dass man bei einem Video-Battle-Turnier vielleicht auch sowas wie ein Video braucht. Gibt 8 Punkte für das Video mit beiden Augen zugedrückt, was sehr passend ist, weil ich ihm nur so viele Punkte gebe, weil sein Rap genial ist und man das Video ja nicht sieht, wenn man beide Augen zudrückt. Hey, Julian war scheinbar ganz schön gehypt auf sein. Weil er gerade sagt, dass sein Rap genial ist und sowas. Er ist ganz cool. Oh, krass, fand ich die Quali jetzt auch nicht. Augen zugedrückt, was sehr passend ist, weil ich ihm nur so viele Punkte gebe, weil sein Rap genial ist und man das Video ja nicht sieht, wenn man beide Augen zudrückt. Kommen wir zur Verständlichkeit. Ich weiß echt nicht, wo der Typ herkommt, aber er benutzt mir völlig unbekannte Wörter. Ach nee, das kannst du nicht, hab ich vergessen, aber dumm labern, ja, das kannst du. Hör die Sorgen kleiner Jungs an und nenne deine Hände weiter schwampen. Ich dachte zuerst, dass ich es nicht verstehe, aber er hat mir gleichzeitig den Text mitgeschickt und da steht es genauso drin, wie ich es verstanden habe. Aber Begriffe wie verschweinst oder Händer kommen. Ach ja, ne? Eins. Gott. Komm, steh, mein Junge. Mir als Hochdeutsch sprechender vor wie Fantasiebegriffe. Da ich außerhalb dieser komischen Wörter an der Verständlichkeit kaum etwas auszusetzen habe, bis auf ein paar leicht verschluckte Wörter, gebe ich ihm dafür 9 Punkte. Aber MG mal ganz unter uns Pastorentöchtern, red Deutsch, Junge. Kommen wir zu den Punchlines. Du wärst gerne Rapper und grüßt dir ein Mike und einen Tag später kommt Mike auch vorbei, der hat auch nur Gender und sagt, du wärst Gangster, er zeigt dir, was Rap Analyse heißt. Du wärst gern ein Rapper und wünscht dir ein Mike und einen Tag später kommt Mike auch vorbei, der hat auch einen Ständer und sagt, du wärst Gangster, er zeigt dir, was Rap Analyse heißt. Ah, sehr gut. Wortspiel mit Mike, also. Das ist ganz gut. Ich dachte, war auch gut geflowt so. Nice. Mikrofon und Mike als Kerl, dem Mikrofonständer und dem Ständer von Mike in Kombination mit Rap-Analyse. Rap-Analyse ist zwar jetzt kein Geniestreich und auch Mikro. Rap-Analyse ist kein Geniestreich. Kann sich noch jemand daran erinnern? Wie das erste Album von Julians Block hieß. Front an der Stelle. Rap-Analyse. Rap-Analyse ist zwar jetzt kein Geniestreich und auch Mikro und Mike ist sehr naheliegend, aber der generelle Aufbau des Punches ist gut, finde ich. Und das in der Geschwindigkeit und mit dem Flow ist einfach gut serviert. Fick auf dein Tourette-Syndrom, der möchte gern Mösener-Checker. Wird von seiner Ex bedroht, hat Angst vor der größeren Schwester. Fick auf dein Tourette-Syndrom, der möchte gern Mösener-Checker. Wird von seiner Ex bedroht, hat Angst vor der größeren Schwester. Das fand ich auch richtig gut. Klingt halt richtig gut. Von seinen Ex bedroht, hat Angst vor der größeren Schwester. Das war richtig gut. Wie er es rappt. So lappenhaft, wie ich das gerade gemacht habe. Ziemlich krass und auch schon wieder Gegnerbezug. Ich habe mal gesagt, dass meine Schwester den Östrogenen des Verderbens gleicht. Und nochmal Gegnerbezug mit dem Möchtegern-Mösen-Abchecker. Wegen meiner Seelsorgen. Das hat er so genial geflowt und verpackt, dass man einen Ständer bekommt. Fick auf dein Tourette-Syndrom, wird von seiner Ex bedroht. Da haben wir einen siebensilbigen, relativ unsauberen Reim am Anfang. Und am Ende nochmal Möchtegern-Mösen-Abchecker und hat Angst vor der größeren Schwester. Ja, wie gesagt, ist echt ganz gut geflowt, getextet und so weiter. Sind nochmal 5 Silbenreime. In diesen 2 Lines haben sich insgesamt 12 Silben gereimt und der Flow ist brutal unfickbar. Das ist übertriebenster Killershit. Die Punches sitzen zwar nicht so hart, aber sind technisch mies. Deswegen gibt's da trotzdem 9 Punkte. Was Technik und Flow angeht, fickt er alles mit 10 Punkten kaputt. Oh, ganz ruhig, Julian, Alter. Holy shit. Bisschen overhypen tut das gerade. Es ist halt, wie gesagt, ganz cool. Das war so ultra krank, das ist der Überschitten. Mal sagen. Immer wollte Julian so wie sie nur sein im Block wohnen. Doch für ihn das Ziel gereicht. Er will auf in den Hochhaus, auch mal groß raus. Julians Block. Ziel erreicht. Und mit seinem Channel soll jeder erkennen, wie komplett behindert der Knabe ist. Denn wenn man schon so einen Namen besitzt, hat man automatisch ein Arschgesicht, das sich im Grunde nur selbst liebt. Wann ich scheiße auf deine Kritik, was auch ich veranstalte ein Turnier. Julian battelt jetzt jeden zurück. Ach nee. Stil. Was soll ich sagen? Er übertreibt die Lage völlig und sitzt da total gechillt. Dafür bekommt er 10 Punkte für absolute Bosshaftigkeit. Ich hätte ihm zwar auch viele Punkte gegeben, aber ich bin schon overhyped, ein bisschen zu krass teilweise, aber EMG ist ein cooler Typ, guter Flow, kann gut rappen, da kann man das machen, da ist das jetzt verwerflich, aber ein bisschen übertreiben tut das. Die Hook. Du bist bloß so ein Typ, den jetzt das Internet hype. Doch gehst du mal auf die Straße, man erkennt dich. Kein Schwein, du bist ein Nerd. Du siehst Frauen nur als Bild im Web. Du bist ein Nerd. Du hast kein Penis, du hast Internet. Die kriegt bestimmt 10 Punkte, safe.
Du bist bloß ein Typ, den jetzt das Internet hype. Doch gehst du mal auf die Straße, man erkennt dich kein Schwein, du bist ein Nerd. Was ein Bombending, das ist schon Ohrwurm-Shit, ich feier das total. 10 Punkte. Qualität, die geht in Ordnung. Kommt zwar nicht an Ahmed ran, der qualitativ alles zerfickt, aber ist gut hörbar. Klingt wieder wie das typische Mike im Zimmer und ein bisschen was dran gemacht mit einem kleinen Grundrauschen, aber wie gesagt, ich erwarte hier nicht die Mega-Studio-Quali. Deswegen gibt's dafür mal 8 Punkte statt 6. Extra Punkte. Der Junge hat's einfach raus, von dem verspreche ich mir noch einiges. Ich will den jetzt nicht irgendwie hypen oder so, aber das ist einer der ganz Großen dieses Turniers, glaube ich. Die Stimme ist geil, der Flow ist killer, die Technik unfickbar. Das gibt locker 10 extra Punkte ohne Übertreibung. Leider. Ich will den jetzt nicht überhypen oder so. Den überhypt ihn ziemlich krass. Also no front an MG oder so, weil es echt eine coole Quali, aber er overhypt schon ein bisschen. Da muss ich davon wieder 2 abziehen, weil er nur einen 16er plus Hook gekickt hat. Macht 82 Punkte von mir und zusammen mit eurer Bewertung ergibt das einen Punktestand von 170 bei 200 möglichen Punkten. Ihr könnt übrigens noch weiter voten, die gut Bewerteten können sich verschlechtern und andersrum. Es gibt dann irgendwann eine Deadline, wann die ist, werden wir dann sehen. Jedenfalls ist MG schon mal nicht schlecht für so ein ultra bekacktes Video. Der nächste ist Salvador. Du bist bloß ein Typ, den jetzt das Internet hype. Doch gehst du mal auf die Straße, man erkennt dich kein Schwein, du bist ein Nerd. Du siehst Frauen nur als Bild im. Du hast keinen Penis, du hast Internet. Du bist bloß ein Typ, den jetzt das Internet hype. Doch gehst du mal auf die Straße, man erkennt dich kein Schwein, du bist ein Nerd. Wenn du für WLAN selbst deinen Hintern streckst, bist du ein Nerd. Dessen Fresse jetzt mit dem Bildschirm verwechselt. Ja, stabil auf jeden Fall. Die Quali hat mir ganz gut gefallen. War nicht so gut gefallen, wie sie Julien gefallen hat, aber sie hat mir ganz gut gefallen. Nur das Video ist rand, aber das ist auch egal. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bei den nächsten Qualis, wenn ihr Bock habt. Und rein. Ciao, ciao.